nachgucken muss. Du sagst, Sven? Ja, läuft schon. Ah, läuft schon. Wunderbar. Ja, hi. Dann möchte ich euch begrüßen hier vor Ort und im Livestream. Mein Name ist Lennart von der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung hier an der Uni Trier. Und ich möchte Sie alle begrüßen zum nunmehr vorletzten Vortrag in unserer Reihe Neue Zugänge und Methoden der Antisemitismusforschung. Heute freue ich mich, Annemaike Krüger begrüßen zu dürfen, die noch nicht im Bild ist, aber gleich. Und die uns heute zum Antisemitismus von Ernst Moritz Arndt referieren wird. Ich darf die Referentin einmal kurz vorstellen. Annemaike Krüger promoviert an dem Zentrum für Antisemitismusforschung und zwar auch über Ernst Moritz Arndt. Und weiteres wird sie vielleicht uns gleich noch dazu erzählen. Ansonsten übergebe ich jetzt an unsere Referentin und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, danke, Lennart, für die freundlichen Worte und vor allen Dingen für die Einladung. Ich freue mich richtig doll, hier sein zu können. Trotz Corona war mir das der weite Weg sehr wert. Ich bin sehr froh, nicht am eigenen Schreibtisch sitzen zu müssen und diesen Vortrag zu halten. Genau. Und ich möchte mich genau nochmal im Speziellen bei den VeranstalterInnen bedanken, einen Teil meines Dissertationsthemas hier vorstellen zu können in diesem fantastischen Rahmen. Ich habe diese Veranstaltungsreihe sehr, sehr gern gesehen bisher, via YouTube allerdings. Der Vortrag wird bestimmt über eine Stunde dauern, aber nicht viel länger. Danach freue ich mich über eine angeregte Diskussion hier und bei YouTube. Wenn ich mich so umschaue, ich weiß nicht, wie es bei YouTube ist, ist Ernst Moritz Arndt wohl immer noch ein Männerthema, was ich besonders amüsant finde. Darüber können wir vielleicht auch noch mal reden später. Genau, ein bisschen mein Fahrplan, worum es heute gehen soll. Es wird um Arndt gehen, natürlich, aber nicht so sehr um seine Biografie, eher um die Debatten um seine Person, um die Frage, es ist ein Hauptargument der Arndt-Befürworter, wenn ich sie mal so nennen darf, dass man alles in seiner Zeit sehen muss. Deswegen die Frage, alles in seiner Zeit, ist das ein Argument bei Arndt? Es geht um Arndts Judenbilder und Arndts deutsche Fantasien. Genau, so ein bisschen anstatt einer Biografie ist so Twitter-Bio-mäßig nur ganz kurz, was Arndt so alles war. Propagandist, Historiker, Märchensammler, Antifeudalist, aber auch Monarchist, erlebte den Widerspruch. Protestant, Dozent, Rektor, Volkserzieher und Germanomane. Ich finde Arndt so spannend, weil er mit seinem langen Leben wesentliche Schritte der deutschen Nationsbildung gestalten konnte, weil er in der Tat viel gelesen wurde und darum seine deutsche Fantasie und die darin enthaltenen Judenbilder mächtig Wirkung entfalten konnten. Zudem erfüllt er als protestantischer, preußischer Mann auch die Hauptcharakteristika deutscher Frühnationalisten. Als Burschenschaftsvater und Dozent bei den Studenten, die wiederum als Richter, Lehrer und so weiter Multiplikatoren der Nationalisierung der Massen wurden, konnte er Wirkmacht entfalten. Ich möchte mir in diesem Vortrag anschauen, wie sich Arndt im frühen 19. Jahrhundert in der beginnenden deutschen ideellen Nationsbildung verhalten hat und damit einhergehend, welchen Platz Juden in diesem Gedankengebäude deutsche Nation einnehmen sollten, wenn es nach Arndt gegangen wäre. Ich spreche vom Gedankengebäude der deutschen Nation, weil es eine tatsächlich verfasste deutsche Nation erst seit der Reichsgründung 1871 gab, also nach Arndts Tod. Stattdessen leihe ich mir von Christian Janssen, der ja auch in Trier lehrt, den Vorschlag von einer deutschen Staatenwelt im 19. Jahrhundert zu reden, wenn es angebracht ist, eine derart allgemeine Aussage zu treffen. Außer ich spreche von der Idee oder dem Ziel einer deutschen Nation, dann rede ich von Deutschland, was ich häufig machen werde. Denn eine der wichtigsten Erkenntnisse der Nationalismusforschung war, zuerst gibt es den Nationalismus, dann die Nation. Eine sehr eindrückliche Definition, wie ich finde, kommt dabei von Gellner. Er schreibt, Nationalismus ist eine Form des politischen Denkens, die auf der Annahme beruht, dass soziale Bindung von kultureller Übereinstimmung abhängt. Welche Herrschaftsprinzipien ein Gemeinwesen auch immer bestimmen mögen,
Ihre Legitimität liegt in der Tatsache begründet, dass die betroffenen Gruppenmitglieder dieselbe Kultur teilen oder, wie der Nationalist sich ausdrücken würde, sie müssen derselben Nation entstammen. Und für den deutschen Fall kann man Kultur ruhig auf Sprache konkretisieren. Auf diese hat sich nicht nur Fichte, der Philosoph, in den Reden an die deutsche Nation versteift, auch Arndts Minimaldefinition von Deutschland dreht sich um Sprache. Reicht das Vaterland doch, soweit die deutsche Zunge klingt, wie es in seinem berühmtesten Gedicht heißt, des deutschen Vaterland von 1813. Genau, in dieser Sprachvorstellung wird sowohl eine gewisse Reinheitsvorstellung transportiert, die Deutschen seien ein Urvolk, heißt es bei Fichte, und sie hätten ihre Sprache besonders reingehalten, eine Ursprache quasi beibehalten, im Gegensatz zu Franzosen, Italienern und so weiter. Einige Aspekte des Nationalismus, des deutschen Nationalismus, gab es auch schon vor den deutschen Frühnationalisten. Den Patriotismus der Spätaufklärung, also des späten 18. Jahrhunderts, der war allerdings eher auf den konkreten Kleinstaat bezogen, also nicht so sehr auf die inexistente Nation als Fantasie, sondern auf ein Fürstentum oder ein konkretes Herzogtum bezogen und kam zumeist ohne mythische Überformung aus. Im frühen 19. Jahrhundert dann kamen immer mehr vor allem protestantische, städtische Männer des Bildungsbürgertums auf die Idee, von einem geeinten Deutschland zu schreiben und die Nation sogar als Letztwert zu setzen, für den es sich zu kämpfen und im Zweifelsfall zu sterben lohnt. Was hatte sich geändert? Ja, so einiges. Denn im Nachbarland hatte die Französische Revolution den dritten Stand, alle vom Großbürgertum bis zum Tagelöhner zur Nation erklärt und 1791 alle Juden der Nation zu Bürgern, was für diese auch den Verlust der Teilautonomie bedeutete, aber sie waren Bürger. Frankreich hat zudem begonnen, sich auf dem europäischen Kontinent und nicht nur dort auszubreiten. Ab 1806 waren französische Truppen in Preußen und die ganze deutsche Staatenwelt lag im napoleonischen Machtbereich, ging damit aber sehr unterschiedlich um. Deutsche Kleinstaaten schlossen sich zum Rheinbund zusammen, die Länder wurden militärisch und wirtschaftlich unterworfen und wurden reformiert. Wo der Code Civil, also das bürgerliche Gesetzbuch, in Kraft treten konnte, wurden die feudalen Rechtstitel und ständischen Privilegien durch den bürgerlichen Eigentumsbegriff und egalitäre Grundsätze ersetzt. In Baden verlor der Adel seine Steuerfreiheit und religiöse Toleranzedikte wurden erlassen. Zwischen 1795 und 1806 profitierte auch Preußen von Frankreichs Außenpolitik und gewann sogar Gebiete hinzu. Nachdem Friedrich Wilhelm III. Im August ein Ultimatum an Napoleon stellte, es ging um einen Streit um Hannover, in dem er ihn aufforderte, seine Truppen über den Rhein zurückzuziehen, zögerte Napoleon nicht lange bis zum Angriff und Preußen verlor in den Schlachten von Jena und Auerstedt. Für die NichthistorikerInnen unter Ihnen könnte ich mir vorstellen, dass es gerade trotzdem klingelt, weil es so Topoi aus dem Geschichtsunterricht sind. Im Frieden von Tilsit nach diesen Schlachten bei Jena und Auerstedt wurde Preußen aufgefordert, ungefähr die Hälfte seines Territoriums abzutreten, wovon allerdings selbst viel durch die zweiten und dritten polnischen Teilungen oder sogenannten polnischen Teilungen erobert worden war. Also dieses Jahr 1806 ist sehr, sehr zentral. 1806 hört das Heilige Römische Reich deutscher Nation auf zu bestehen. Mit dem Rheinbund wird die deutsche Staatenwelt radikal verändert. Und eben dieses Jahr würde ich auch den Selbstdarstellungen einiger Zeitgenossinnen folgend für die deutsche Staatenwelt als Wendepunkt markieren. Auch Arndt datiert nachträglich seine Konversion vom kosmopolitischen Schweden, wenn man ihn so bezeichnen kann. Er ist auf jeden Fall gebürtiger Schwede, weil Rügen zu der Zeit schwedisch war. Und er hatte kosmopolitische Tendenzen noch um 1800. Zum deutschen Preußen, diese Konversion datiert er quasi auch nachträglich auf das Jahr 1806. Es ist begleitet von einem Duell, eine kleine Posse folgt. Davon berichtet Arndt in seiner Autobiografie von 1840, die, by the way, auch ein Kassenschlager wurde. Er wurde 1806 bei einem Besäufnis in Stralsund zu einem Duell von einem schwedischen Offizier provoziert, weil der schwedische Offizier ein schlechtes Wort über das deutsche Volk fallen gelassen habe. Nach dem freiwilligen Kugelwechsel mit lebensgefährlichen Verletzungen für Arndt floh er vor den heranrückenden Franzosen mit der Begründung, sich nicht, Zitat, wie einen tollen Hund von den Welschen, Arndt Wort für Franzosen, totschießen zu lassen. Entschuldigung.
weil er der prägendste Schriftsteller der Befreiungskriege war, also einer der Gründungsmythen der deutschen Nation, ist heute noch einiges nach ihm benannt. Hier zu sehen ist das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen auf Rügen. Die Schülerinnen und Schüler dieses Gymnasiums müssen morgens immer durch diese Tür durch, wo sie angesprochen werden mit Arndts Worten: sei Mensch und Mann, sei wahr und treu, steh fest, so steht die Welt dir fest. Es sind noch weitere Schulen nach ihm benannt, allerdings auch Straßen, zum Beispiel in Leipzig, da gibt es gerade eine Umbenennungsdebatte, die wieder aufgerollt wurde. Die soll eventuell in Hannah-Arendt-Straße umbenannt werden. Bis heute heißen Kasernen nach Arndt. Eine evangelische Gemeinde in Zehlendorf hat sich von dem Namen getrennt, also Berlin. In Löbnitz wurde durch die Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft ein Park nach ihm benannt, also so eine Umbenennung gegen den Trend, 2019 in seinem Jubiläumsjahr. Der Bund der Vertriebenen Nordrhein-Westfalen verleiht eine Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, die mit Paul Latussek sogar jemand trägt, der Erika Steinbach zu NS-verharmlosend war. Und natürlich die Universität in Greifswald, die den Namen mittlerweile abgelegt hat, wie wahrscheinlich bekannt ist. Tatsächlich erhielt die Universität in Greifswald, die ehemalige Ernst-Moritz-Arndt-Universität, ihren jetzt ehemaligen Namen am 28. Juni 1933 nach Antrag der Stahlhelm-Hochschulgruppe, die dann im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund aufging. Zwischen 1945 und 1956 hieß sie nicht mehr nach Arndt. Erst zur Vorbereitung der 500-Jahr-Feier der Universität Greifswald erhielt sie den Namen zurück. Arndt wurde in der DDR nun als Kämpfer gegen Leibeigenschaft förmlich zum Frühsozialisten stilisiert. Nach vielen Jahren Diskussionen in etwas seltsamen Koalitionen trägt die Hochschule seit dem 1. Juni 2018 nur noch den Namen Universität Greifswald. Mit einem kleinen Zugeständnis für, wenn ich das Dokument richtig verstanden habe, nur noch für Privatschriftverkehr, aber auch nicht für alle Mitglieder der Universität Greifswald. Also der Rektor darf jetzt nicht einen Ernst-Moritz-Arndt-Universität-Greifswald-Stempel benutzen und auch die Gleichstellungsbeauftragte nicht. Ich spreche von seltsamen Koalitionen, hier zitiere ich Götz Ali, weil grob gesprochen handelt es sich um eine lokal verwurzelte Koalition aus CDU, AfD und der Linken, die sich gegen Westprofessoren und des Kosmopolitismus beschuldigter Studenten zusammengefunden hatte. Das mit den Linken würde ich meinem Eindruck nach aus der Ferne ein bisschen relativieren wollen, wenn auch nicht ganz ausschließen. Mir sind nur einzelne Fälle bekannt. Neonazis und rechtsextreme Burschenschaften in Greifswald wären allerdings auf jeden Fall mitzunennen. So ist zum Beispiel Nikolaus Kramer, der auch Mitglied in der Greifswalder Burschenschaft Markomania ist, die vielleicht bekannt ist, weil sie in der burschenschaftlichen Gemeinschaft ist, also der ganz, ganz, ganz Rechtsaußenverband, also die die These vertreten, dass Österreich quasi nicht existiert, sondern Deutschland ist. Genau. Nikolaus Kramer zeigt hier ganz gut, worum es den Pro-Arndt-Befürwortern in der Breite geht. Der Greifswalder Universität droht nämlich Identitätsverlust. Er ist auch ein gutes Beispiel von der Schnittstelle, die sich so auftut wegen seiner Burschenschaftsmitgliedschaft, wegen seiner AfD-Mitgliedschaft und weil er auch mit der identitären Bewegung zumindest Kontakt hat. Und er ist halt ein Greifswalder Junge, also damit eine ganz gute Mischung für die Pro-Arndt-Bewegung. Auf der anderen Seite des Konflikts sah Ali, also Götz Ali, Geschichtsexorzisten am Werk. Geschichtsexorzisten, Entschuldigung. Mein Eindruck war, dass diese Geschichtsexorzisten die Debatte aber überhaupt erst angestoßen haben. Das Spektrum der Namensgegner war in der Tat sehr viel weiter. Also es gab durchaus sehr viel krawallstudentischen, etwas bauchlinken Aktivismus, aber auch sehr viel Forschung und Recherche. Genau, aber es hatten sich auf jeden Fall Widersprüche gezeigt auf der Straße und in der Universität. Götz Ali selbst hält Arndt zwar auch für einen Antisemiten- und Franzosenhasser, sagt aber auch, bessere Demokraten haben wir nicht. Und um
aktuelle Beschreibung zweier Star-Historikerinnen zu bemühen. In Ute Freewerts Mächtige Gefühle nennt sie Arndt einen Hassprediger. Von ihr habe ich mir den Vortragstitel geliehen sozusagen. In Hedwig Richters Demokratie, eine deutsche Affäre, tritt Arndt für eine Zeile als demokratischer Intellektueller auf. Die meisten HistorikerInnen beschäftigen sich aber eher, so wie Hedwig Richter in diesem Fall, en passant mit Arndt, meist in einer Aufzählung mit dem Turnervater Friedrich Ludwig Jahn und nationalistischen Philosophen Fichte. Der größte Streit findet allerdings tatsächlich nicht geschichtswissenschaftlich statt, sondern geschichtspolitisch. Er hetzte über viele Jahre die Gemüter und machte tatsächlich sehr, sehr scharfe Widersprüche in Greifswald sichtbar. Die machten sich unter anderem daran fest, ob man einer Studentinnenverbindung der Stadt angehörte oder nicht. Die haben einen besonderen Bezug zu Arndt schon dadurch, dass er die ersten Burschenschaften mit Schriften und Liedgut versorgte und unterstützte. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es eine tolle Gelegenheit ist für Studentinnenverbindungen, aber auch die AfD und Identitäre, sich als Bewahrer des Alten und der Tradition gegen vermeintliche Cancel Culture zu inszenieren. Die Widersprüche zeigten sich aber auch daran, ob man mit ostdeutschen oder westdeutschen Hintergrund in Greifswald lebte. Es gab eine Erzählung der Art, dass die Wessis uns unsere Professuren besetzen, sich jetzt auch noch weiter in Greifswalder Angelegenheiten einmischen würden und die Studierenden, die sowieso nur bis zum Bachelor bleiben, sich quasi auch unziemlich in Greifswalder Angelegenheiten einmischen. Es ist also auch die Frage, ob man sich als kosmopolitisch, national, regional verortete, ob man der Universität zugehörig war oder nicht. Also die Debatte ist ziemlich groß in Vorpommern. Ich war vor kurzem im Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz auf Rügen. Und dort konnte man den hier abgebildeten Mund-Nasen-Schutz erwerben. Es war quasi da, wo die Kasse ist für die Tickets, war dann auch so ein ganz, ganz winziger, ist ein ganz kleines Museum, Museumsshop. Und ja, da lagen auch diese Arndt-Bleibt-Masken aus. Also starke Position für Arndt in der Debatte, auch im Rest des Museums. Die Debatte machte und macht sich einerseits an der Frage fest, ob Arndt denn jetzt wirklich rassistisch, antisemitisch und frauenverachtend gewirkt hat und andererseits, ob das überhaupt wichtig ist für die Bewertung seiner Person unterm Strich. Seine Befürworter wurden dabei nicht müde, auf seine antifeudale Schrift Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen von 1803 zu verweisen und den Vorwürfen mit der historistischen Universalrelativierung, man müsse alles seiner Zeit verstehen, zu begegnen. Den Auftrag, Arndt in seiner Zeit zu sehen, trug unter anderem 1995 der Bund der Vertriebenen vor, nachdem in Bonn eine Gruppe namens Ernst Moritz Arndt kann nicht schwimmen eine frisch eingeweihte Büste Arndts in die Wupper geschmissen hat. Man müsse die judenfeindlichen Aussagen Arndts in seiner Zeit sehen, kommentierte der Bund der Vertriebenen und äußerte sich ansonsten auch sehr empört. Also heißt das, dass sie Arndt zwar für einen Antisemiten halten, aber gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass in der deutschen Staatenwelt in Arndts Hauptschaffensperiode des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts, eine Homogenität des Judenhasses herrschte? Das scheint sich erstmal zu widersprechen mit der blühenden Salonkultur im frühen 19. Jahrhundert oder um 1800 vor allem, bei denen die Gastgeberinnen zumindest in Berlin meistens Jüdinnen waren und fast alle uns bekannten Stars der Romantik dort zu Gast waren. Es scheint sich auch damit zu widersprechen, dass 1812 das Emanzipationsedikt in Preußen verabschiedet wurde. Also nicht falsch verstehen, man kann den Zeitraum von 1806 bis 1819 auch gut als eine Zeit der Germanomanie zeichnen, die in vielen intellektuellen Zirkeln grassierte. Mit Germanomanie beziehe ich mich auf eine Schrift von Saul Ascher von 1815, in der er Arndt und Jahn und weitere quasi als Germanomanen bezeichnete. Man könnte es etwas grob mit deutschtümelnd übersetzen, obwohl der Wortteil Manie da drin ja doch deutlich hervorsticht. Bei Ascher meint es aber vor allem die Verbindung von Nationalismus und Judenhass, die über das Ziel der, was er christliche Deutschheit nennt, abzielt. Und
die Gleichsetzung von Deutsch und Christlich anstreben würde. Und es waren nicht wenige prominente Zeitgenossen, die sich germanomanisch äußerten. Aber es war auch eine Zeit, in der Leute wie Saul Ascher genau das benennen konnten und dagegen Stellung beziehen. Die Frage, ob Juden vollwertige Bürger werden konnten, wurde in Preußen um 1800 in Gesetzesentwürfen, Buch- und Zeitungsdebatten kontrovers diskutiert. Zuvor wurde im späten 18. Jahrhundert sowohl in der christlichen als auch in der jüdischen Aufklärung darüber debattiert, wie das gehen soll. Als gemeinsames Projekt aus christlicher und jüdischer Aufklärung muss man die Schrift über die bürgerliche Verbesserung der Juden aus dem Jahr 1781 nennen. Autor ist Christian Wilhelm Dohm, zumindest Autor auf dem Papier. Er ist auch der Autor, aber Moses Mendelssohn, sein Freund und der jüdische Aufklärer, war auch dabei. Mendelssohn und Dohm haben den Text zusammen verfasst und verbreitet. Die beiden argumentieren in dieser Schrift realpolitisch, am Kriterium der Nützlichkeit orientiert, wie sich das für Spätaufklärer gehört, wie Juden in den Bürgerstand erhoben werden könnten. Die zentrale Aussage bzw. der Clou war, dass Juden, Zitat, als Menschen und Bürger zwar in der Tat verderbt seien, was aber daran liege, dass man ihnen die Rechte beider, also die Menschen- und Bürgerrechte, versagt habe. Darum wollten sie Ideen aufzeigen, wie Juden zum Wohle aller, Aufklärung, glücklichere und bessere Glieder der Gesellschaft werden könnten. Dieses Ziel könnte man erreichen durch gleiche Rechte, die Öffnung von Kunst und Wissenschaft, die Gewährung von eigenen Gesetzen und Gerichtsbarkeiten und die Freiheit der Berufswahl. Diese Freiheit wurde aber gleichzeitig erzieherisch auf die Vorstellung hin eingeengt, dass Juden der Zugang zum Handel erschwert werden sollte, aber der Zugang zu sogenannten oder hier auch sogenannten ehrlichen Arbeiten wie Handwerk und Landarbeit erleichtert. Ganz spätaufklärerisch sollte das zur Mündigkeit fähige Menschenmaterial staatlich kontrolliert erzogen werden, um sich schlechten Gewohnheiten zu entledigen. Sie nennen dabei das Verlangen von Zinsen und keiner körperlichen Arbeit nachzugehen. Die Wirkung der Schrift kann bis nach Frankreich nachgewiesen werden und hatte Einfluss auf die Assemblée Nationale, die 1791 die bürgerliche Gleichstellung der Juden beschloss. Auch wenn sich mit Dohms und Mendelssohns Schrift vorerst nichts an der Lage der jüdischen Preußen änderte, so brachte sie doch einen Stein ins Rollen. Dohm und Mendelssohn hatten auf lange Sicht das Emanzipationsedikt vorbereitet und den Gegnern der Emanzipation etwas zum Abarbeiten gegeben. Auch Ernst Moritz Arndt teilte Ansichten Dohms, wenn auch aus anderer Blickrichtung mit anderem Ziel. In seiner Schrift »Blick aus der Zeit auf die Zeit«, die wir uns nachher näher anschauen werden, urteilt er sozusagen umgekehrt, die Juden sollen eben darum keine Bürgerrechte bekommen, da sie die noch nicht näher genannten Bürgerpflichten von Christen nicht erfüllen können. Wer die Pflichten nicht wahrnehmen kann, soll die Rechte nicht zugesprochen bekommen. Oder anders formuliert, bürgerlich bessern sollen Juden sich als Rechtlose. Und rechtlos waren die preußischen Juden, außer sie gehörten zu den wenigen Schutzjuden. Staatliche Einschränkungen und bürokratische Kontrollen nahmen gerade unter der Regentschaft Friedrich II., des sogenannten Großen, extreme Formen an. So durfte etwa jeder ordentliche Schutzjude nur zwei, teilweise sogar nur eines seiner Kinder als Nachfolger im Schutzjudenstatus einsetzen, also bleiben. Ein besonders prominentes Beispiel für den Irrsinn der Judenpolitik unter Friedrich II. Ist die Verpflichtung, die königliche Porzellanmanufaktur zu unterstützen. Das galt ab 1769 und Juden mussten zu besonderen Anlässen überteuertes Porzellan abkaufen. Das wurde in den 1790ern, glaube ich, auch wieder kassiert, aber war ganz schön lange gültig. Also die einzige Emanzipation, die lange Zeit möglich war, war die Emanzipation durch die Taufe. Bis zum Emanzipationsedikt 1812. Davor wurde in der preußischen Ministerialbürokratie schon viel diskutiert, Entwürfe besprochen. Und dann kam das dabei raus. Fraktur ist so eine Sache. Sind jetzt nur die ersten beiden Paragraphen. Ich fasse das Zentrale mal zusammen. Die schon da sind, sind jetzt Staatsbürger. Das ist ein vererbbarer Status. Die Ämter sind geöffnet. Mit dem Vorbehalt der Staatsämter erstmal. Es gibt Niederlassungsfreiheit, Gewerbefreiheit, keine besonderen Abgaben mehr, gleiche Pflichten außer Kirchengebühren, das würde ja auch keinen Sinn ergeben, Vorbereitungen auf die kommende Wehrpflicht,
sozusagen. Ein Jahr später werden die Verordnungen über die Organisation von Landwehr und Landsturm erlassen, also 1813, wo dann auch Juden mit einbezogen werden sollen. Dafür wird auch die Verpflichtung festgeschrieben, dass, was neu ist, Juden jetzt feste Familiennamen führen sollen, sprich Nachnamen, und bei Verträgen lateinische Schriftzüge benutzen sollen. Genau. Und diese Emanzipationsmöglichkeit kam in der Tat nicht überall gut an, auch bei Arndt nicht. Er hat sich im Allgemeinen nicht so viel geäußert über Juden, Jüdinnen, eher nebenbei, also in beiläufigen Kommentaren. Am konzentriertesten kann man was über sein Judenbild herausfinden in einer Schrift, die ich jetzt gerne in einer Art Close Reading mit Ihnen behandeln möchte, nämlich der Blick aus der Zeit auf die Zeit. Das Kapitel 6, noch etwas über die Juden. Das kann auch digital nachgelesen werden. Es ist durch die digitale Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern digitalisiert worden. Es ist nicht gerade das auflagenstärkste Werk von Arndt, aber halt sehr dicht in seinen anti-emanzipatorischen Argumenten und zeigt auch gleichzeitig Facetten auf. Deswegen finde ich es eine gute Grundlage. Er hat 2 Jahre nach dem Emanzipationsedikt geschrieben und beginnt das Kapitel damit, dass, Zitat, Juden und Judengenossen ihn einen Barbaren gescholten hätten, weil er gegen die, Zitat, Einfuhr der Juden aus der Fremde sei, dass manche dies als Spaß angesehen hätten, woraufhin er aber feierlich erklärt, dass es ihm sehr, sehr ernst sei. Die Passage finde ich sehr spannend, im Besonderen für das Argument, man muss alles in seiner Zeit sehen, weil Arndt hier ja sagt, dass er dafür deutlich angegriffen wurde und dass es eine Reaktion darauf ist. Und er schreibt, die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und diese Staaten hinein und darum will ich nicht, dass sie auf ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen reinzuerhalten wünsche. Ja, hier wird deutlich, dass Arndt Juden vor allem als Volk begreift. Den germanischen Stamm kann man bei ihm ganz gut immer mit Deutsch gleichsetzen, von was er fremden Einfluss nennt, bewahren möchte. Also eine Art Reinheitskult. Ob er hier Blut oder Kultur meint, wird nicht ganz klar. Aus dem Ahn-Kontext würde ich sehr dafür plädieren, hier Kultur herauszulesen. Aber manchmal verschwimmt das ja auch. Er schreibt weiter. Man soll die in Deutschland geborenen Juden nach den Gesetzen unseres menschlichen Evangeliums, alle deutsche Landsleute, betrachten und sie als solche schirmen und schützen und ihnen die Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft so weit zukommen lassen, als es ihre Verträglichkeit mit Staaten, die auf ganz anderen inneren Grundsätzen gebaut sind, irgend erlaubt. Sind sie gleich ein fremdartiger Teil, von welchem zu wünschen wäre, dass er unser herrliches und reines Volk nie berührt hätte, so hat Gott sie doch einmal unter uns geboren werden lassen und in das Meer und in die Wüste treiben dürfen wir sie auch nicht. Da steckt sehr, sehr viel drin. Das Juden schützen ist hier nicht näher definiert. Also ist ja die Frage erstmal vor wem. Und spannend finde ich auch die Passage mit, es wäre schon schöner, wenn sie nie da gewesen wären, jetzt sind sie hier und man ist ja Christ. Also er ist auch Christ und propagiert es auch an vielen Stellen. Und deswegen darf man nicht. Und in diesem Darf klingt für mich zumindest ein, ich würde gerne an. Auch die Passage mit der Verträglichkeit mit Staaten finde ich spannend, weil er ja 2 Seiten früher schreibt, dass die Juden als Juden nicht in diese Welt und diese Staaten hineinpassen. Und damit könnte man ja diese Aussage sozusagen nichten. Also genau, und es geht im Strich schon wieder um Reinhaltung. Aber gegen die Aufnahme fremder Juden, die nach unserem Land gelüstet, erkläre ich mich unbedingt, denn sie ist ein Unheil und eine Pest unseres Volkes. Erstlich ist jede zu häufige Mischung der Völker mit fremden Stoffen durchaus ein Verderben, das widerstreitende Triebe und Anlagen hervorbringt und die Eigentümlichkeit und Kraft des Charakters eines Volkes zerstört. Also eine sehr völkische Passage unterm Strich,
dahinter steckt Arndts Annahme, dass die Deutschen so gut sind, für wie er sie findet, weil sie besonders reingehalten worden wären, wie bei Fichte ja auch schon, also dort eher in Bezug auf Sprache. Arndt geht davon aus, in seiner Sprache, dass verbastardete Folge schlechte Völker sind und reine Völker gute Völker. Weil dies nun immer fortdauert, schreibt Arndt weiter, so kann Deutschland von der fremden Plage nie gereinigt werden, sondern die Juden nehmen bei uns eher zu als ab. Obgleich jährlich viele Familien sich taufen lassen und dadurch unmittelbar in die deutsche Art und in alle Verhältnisse des Volkes übergehen. Ich finde, hier wird eine Facette sehr deutlich. Also das zeigt ja zweierlei. Man kann sich nach Arndt in Deutschland reintaufen, aber es zeigt auch die unheilvolle Vorstellung einer christlichen Deutschheit, um nochmal den kritischen Zeitgenossen Saul Ascher zu zitieren. Moment. Er schreibt weiter, unstet an Sinn und Trieb, umherschweifend, auflauernd, listig, gaunerisch und knechtisch, duldet er allen Schimpf und alles Elend lieber als die stetige und schwere Arbeit, welche die Furchen bricht, den Wald rodet, die Steine haut oder an der stetigen Werkstatt schwitzt. Wie Fliegen und Mücken und anderes Ungeziefer flattert er umher und lauert und hascht immer nach dem leichten und flüchtigen Gewinn und hält ihn, wenn er ihn erschnappt hat, mit blutigen und unbarmherzigen Klauen fest. Ich finde auch da steckt schon wieder, also es ist ein wahnsinnig dichter Absatz. Einerseits so ein interessanter Arbeitsfetisch von Arndt. Also echte Arbeit ist nur, wenn man schwitzt und vor allen Dingen, wenn man sich Natur aneignet. Und er äußert darin seinen ganzen Ekel, beziehungsweise den Ekel, den er evozieren will bei den Leserinnen und Lesern. Also zeichnet Juden als Diebe, als arbeitsscheu, als bösartig und benutzt halt diese Fliegen-Mücken-Ungeziefer-Metaphern, die ja auch noch eine deutlich unheilvollere Karriere machen sollten. Danach relativiert er diesen Absatz aber, nicht alle seien so, nur die Mehrzahl. Und dass sie gleichzeitig eine Gefahr für die christliche Umwelt, also er schreibt nicht, dass es ansteckend sei, nur dass die Christen so werden müssen wie die Juden, was er nicht näher begründet und Hand aufs Herz wohl auch nicht begründen kann. Er schreibt weiter, was von bösen und nichtswürdigen Trieben und Neigungen seit 2000 Jahren in dem Volke eingewurzelt und verstockt ist, davon glaube man ja nicht, dass es durch ein paar Edikte eines Staatsministers plötzlich verwandelt werden kann. Emanzipationsedikt. Es ist durch die langen Zeugungen etwas Angeborenes und wenigstens drei Menschenalter müssten auch bei den besten Anstalten vergehen, ehe die Juden sich von der Unstetigkeit zu der Stille, von der Faulheit zu der Arbeitsamkeit und von dem Betruge zu der Rechtlichkeit des deutschen Volkes wenden. Hier hört es bei Ihnen auf, bei mir geht es noch weiter. Vorzüglich, ehe Sie sich zum stetigen Fleiß gewöhnen und zu schwerer Arbeit, ohne deren Geduld ein Volk sowieso nichts taugt. Also ein Verweis auf das Edikt und auf den Staatsminister Hardenberg. Er schreibt, wie unwahrscheinlich tief eingewurzelt diese schlechten Eigenschaften sind, nicht nur im Individuum, sondern offenbar auch vererbbar. Angedeutet durch die Formulierung drei Menschenalter, was ich eine spannende Formulierung fand. Also Arndt ist ja 91, glaube ich, geworden. Also wenn wir Arndt als Menschenaltersspanne nehmen, dann wäre das jetzt 273 Jahre später und die deutschen Juden hätten es immer noch nicht geschafft, ein taugliches Volk zu werden nach Arndt. Ich habe aber noch mal im Grimmschen Wörterbuch nachgeschaut. Dort wird Menschenalter mit einer Zeitspanne von 30 Jahren geschätzt. Also wir müssen jetzt auch nicht darüber streiten, was, wie lange jetzt Arndts Menschenalter ist. Offenbar geht er davon aus, dass die schlechten Eigenschaften, die er Juden zuschreibt, sich in den Körper eingeschrieben haben und auch vererbbar sind, aber halt nicht für immer. Und das ist so ein bisschen Arndts Ambivalenz innerhalb eines Textes, denn zwei Seiten früher schreibt er,
So wie die Juden den Geist ihrer wunderbaren Gesetze aufgeben und sich dem Christentum hingeben, verwischt sich, wie die Erfahrung lehrt, gar bald alle jüdische Eigentümlichkeit in Charakter und Gestalt. Und kaum erkennt man in dem zweiten Geschlechte noch den Stamme Abrahams. Also lässt sich Arns Judenproblem, das er offenbar hat, doch missionarisch lösen? Es sind zwei Seiten zwischen doch relativ gegensätzlichen Aussagen. Offenbar ja und nein. Die Aussagen zum Ende des Elends durch Bekenntnis zum Christentum passen zumindest nicht zu denen, die durch ihn unterstellte, sich in Körper und Geist eingeschriebene, vererbbare Verstocktheit der Juden betonen. Einige Motive unterstreichen, dass Arndt in seiner Haltung zu Juden und Jüdinnen sehr moderne antisemitische Motive vertrat. Was ich betone, weil sehr häufig immer noch diskutiert wird, ob er ein Antisemit war. Manche weichen dann eher darauf aus, ihn einen Antijudaisten zu nennen. Ich finde, das wird der Sache nicht ganz gerecht. Was man auch erfährt bei der Lektüre Arndt, ist, dass Arndt mit einer extrem gefühlvollen Sprache arbeitet. Und wenn Antisemitismus nicht nur Ideologie, sondern auch Leidenschaft ist und diese Leidenschaft ein Gefühlscontainer, dann finden sich darin auf jeden Fall Ekel und Hass. Im eben gelesenen Text ließen sich blutige Klauen finden, das klingt wirklich böse und hassenswert, aber auch Schmutz, Pest, Ungeziefer, Verdorbenes, fremder Auswurf, also das lässt schon beim Lesen Ekel entstehen. Laut dem Phänomenologen Aurel Kolnay ist Ekel immer bezogen auf Organisches, was ja alles war, was ich aufgezählt habe, und Hass sehr eng verbunden mit für böse halten. Und dagegen steht dann die Reinheit der Deutschen. Arndt kann dabei als Emotionalisierungsstratege bezeichnet werden. Den Hass auf und den Ekel vor den Juden hat er auch instrumentalisiert, um Deutschland nach oben und unten abzugrenzen. Nach oben, da ist Frankreich, der Teufel Napoleon selbst, die Unterdrücker, die sogenannte Fremdherrschaft. Nach unten, da ist Polen, beziehungsweise das, was davon übrig blieb zu der Zeit. Beide, Polen und Frankreich, werden von Arndt dabei als jüdisch beschrieben und umgekehrt. Zitat, ursprünglich ein edler Stamm, wurden Juden durch Verhältnisse und Schicksale wie Slawonen und Franzosen, also ja, Slawen und Franzosen. Ein Appell seinerseits an die Deutschen ist, den Unterdrücker Frankreich davon zu jagen. Frankreich bezeichnet Arndt in seinem ebenfalls 1814 erschienenen Pamphlet noch ein Wort über die Franzosen und über uns als ein, Zitat, geiziges und spitzbübisches Judenvolke, das mit, Zitat, jüdischen Kniffen und Pfiffen danach trachtet, die Deutschen zu verderben. In seinem wesentlich bekannteren Werk über Volkshass und über den Gebrauch einer fremden Sprache betont er, dass er die starken Gefühle gegen Frankreich nicht nur für den Krieg haben möchte, wie auch so manches Mal unterstellt wird, dass es quasi notwendige Kriegsgefühle sind, um eine Schlacht zu gewinnen, sondern zu verstetigen sucht. Wir sollen die Franzosen nicht allein deswegen hassen, dessen hassen, was sie uns in den letzten 20 Jahren übelst getan haben. Nein, wir sollen sie hassen, weil sie schon über drei Jahrhunderte unsere Freiheit hinterlistig belauert haben, weil sie von Geschlecht zu Geschlecht rastlos und planmäßig gearbeitet haben, diese Freiheit zu untergraben. Was, ich bin da überhaupt keine Expertin, aber für mich sehr klassisch verschwörungstheoretisch klingt. Und auch so, als würde Arndt unterstellen, dass Frankreich die letzten 300 Jahre sehr wenig zu tun hatte im eigenen Land. Die Schrift macht ihn zum Vater der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, weil er an anderer Stelle noch einen ewigen Hass als Grenze, quasi natürliche Grenze durch den Hass der Völker aufeinander zwischen Deutschland und Frankreich beschwört. Ist bei Kissinger nachzulesen. Also die Franzosen sind klassisch hassenswert, böse, mächtig, jüdisch assoziiert. Ein weiterer Appell an die Deutschen, um Gottes Willen nicht zu enden wie die Polen, dass also Polen zu dem Zeitpunkt dank Russland, Österreich, Preußen und die Teilung kaum noch existiert hat. Polen ist sein Paradebeispiel für die negativen Konsequenzen, die ein reichlicher Zufluss durch Juden haben kann. Angeblich sei es nämlich durch das Judenunwesen untergegangen und nicht durch die Teilung. Die deutsche Nationalbewegung nahm häufig solidarischen Bezug zur polnischen Nationalidee und Bewegung, aber für Arndt war Polen eher ein warnendes Beispiel. Er schrieb,
Polen hat sich sein Schicksalsloos selbst gezogen, auch indem sie sich von Juden haben unterwandern lassen. Arndts Blick auf Polen wird von Maria Mualem ganz toll untersucht. Arndt legt seinen Leserinnen und Lesern also einen angewiderten Blick nach unten bei Polen und einen hassenden Blick nach oben bei Frankreich nahe, die gemeinsam haben, dass sie jüdisch assoziiert werden und Mischlingsvölker seien. Arndts deutsche Fantasien funktionieren also ex negativo. Durch so wollen wir nicht sein, so sollten wir nicht sein, aber auch über ein positives Vorbild, das bei ihm Schweden ist. Schweden wurde zum Vorbild für Arndt für deutsche Identität schlechthin. Und nach langer Auseinandersetzung um seine eigene nationale Identität als schwedischer Untertan und deutscher Volksangehöriger konnte er den Konflikt vielleicht so versöhnen. Ein Zwischenfazit und These von mir, also seine Volks- und Nationsbildner sind alle einem Ziel untergeordnet, die Errichtung und Gestaltung der deutschen Nation und des deutschen Volkes. Sowohl Polen als auch Frankreich sind dabei wichtig für ihn, Frankreich als Symbol für Herrschaft, Polen als Symbol für Knechtschaft. So wie in der weiteren Entwicklung des Antisemitismus auch immer beides zugleich stattfindet. Der Jude wird als Betteljude und im Finanzjudentum zugleich als eklig und hassenswert imaginiert, als zu mächtig und zu nichtig. Antisemitismus war ein Teil von Arndts propagierten völkischen Nationalismus. Juden sind dabei als andere eine nützliche Kontrastfolie für die angestrebte Homogenisierung des deutschen Volkes. Als verbastardet und mit Schmutz assoziiert, werden sie in dieser Schrift bei Arndt zu einer Art Gegenvolk der reinzuhaltenden Deutschen. Arndt ging von einer gottgewollten, natürlichen Verschiedenheit der Völker aus. Und er ging davon aus, dass das größte Übel die Fremdherrschaft ist, nicht die Herrschaft. Noch ein Zitat aus dem Katechismus für den deutschen Soldaten, was im Felde verteilt wurde. Da ist Freiheit, wo du in den Sitten und Weisen und Gesetzen deiner Väter leben darfst, wo keine fremde Henker über dich gebieten und keine fremde Treiber dich treiben, wie man Vieh mit dem Stecken treibt. Aber was ist, wenn die Sitten und Weisen der Väter so sind wie in Preußens Fall beschrieben? Und was ist, wenn die fremden Stiefel ein weniger treten als die bekannten? Aber das ist unterm Strich nicht mehr wichtig bei Arndt, denn die Nation ist bereits letztwert geworden. Er schreibt auch, ebenso im Katechismus, du sollst das Einzelne ganz vergessen, sondern allein gedenken, dass du ein Deutscher heißest und bist und in deutscher Sprache redest. Das heißt natürlich auch, dass die Fremdherrschaft abzuschütteln ist, wofür man einfache Leute zu Kombattanten umerziehen muss oder wandeln muss. Und das hat er gemacht über Emotionalisierungsstrategien, auch von Berufswegen. Arndt nahm schließlich 1812 den Kriegsdienst auf, an der Seite des Freiherrn von und zum Stein, wirkte er propagandistisch von St. Petersburg aus. Im Sinne einer deutschen wehrhaften Ermannung produzierte er sagenhaft viel Text. Zu der Textflut gehörte auch der oben anzitierte Soldatenkatechismus, wo er tatsächlich als Hassprediger fungiert, in dem Sinne, dass er da spricht oder schreibt wie so ein alttestamentlicher Prophet, beziehungsweise wie von der Kanzel. Der wurde ziemlich viel produziert, wurde auch, wie gesagt, kostenlos im Feld verteilt. Es gab drei unterschiedliche Auflagen, die je nach Kriegssituation angepasst wurden von ihm. Und diese hatten auch einen Liedanhang und der ist ziemlich wichtig, weil so seine Gedichte quasi an den Mann gekommen sind. Dazu gehört auch das Ermunterungslied vor der Schlacht, das quasi dann auch im Anhang ist. Und was ich gerne zeigen würde, weil es ein ziemlich prototypisches Gedicht von ihm ist. Deutsche Ehre zu erneuern, zu vertilgen, welchen Tand, also französischen, ziehen wir aus mit echten Treuen für das heilige Vaterland. Zittre, denn wir wollen sterben, sterben all in einem Mut. Also es zeigt nicht nur, was ein sehr häufiger Topos bei ihm ist, fürs Vaterland zu sterben, ist ehrenhaft, ist gut, sondern auch sein häufigster Reim ist da drin, nämlich welcher Tand, deutsches Vaterland,
kommt wahrscheinlich am häufigsten zumindest in seinen Kriegsgedichten vor. Das erschien mir anfangs einfach wie Einfallslosigkeit oder schlechter Stil, hat aber vermutlich eher System. Also wie bei einem Schlager- oder Popsong, Hauptsache es ist mitsingbar, es ist gut, wenn schon einige Elemente bekannt sind. Und da die Gedichte auf bekannten Melodien von Kirchenliedern gesungen werden konnten, die dann auch manchmal so in Klammern daneben geschrieben wurde, kann gesungen werden auf die und die Melodie, hatte das System Erfolg, weil die Melodien war ja bereits bekannt. Die Lieder wurden also wohl tatsächlich gesungen. Sie wurden auch nach dem Krieg noch weiter gesungen in Burschenschaften, was wichtig war für die Multiplikatorenwirkung, weil die Burschenschafter schließlich die neuen Lehrer und so weiter wurden. Und fand auch Eingang in andere Breitenphänomene, nämlich Männergesangsvereine, die extrem weit verbreitet waren, und Schulbücher, womit Arndt lange Wirkmacht behaupten konnte. Auch seine Erinnerungen aus dem äußeren Leben war extrem auflagenstark und kam 1891 sogar als Taschenbuch bei Reclam raus, was ein Riesending war zu der Zeit, also sprich, es konnte in einer gewissen Breite der Gesellschaft gelesen werden. Arndt war zudem Ideengeber für die Völkerschlachtsfeiern, die nach seiner 1814 verfassten Flugschrift ein Wort über die Feier der Leipziger Schlacht gestaltet wurden. Somit war quasi das erste deutsche Nationalfest von Arndt inspiriert. Und hier wieder eine ähnliche Methode wie bei den Gedichten. In seinen Vorschlägen für das Fest griff er auf Bekanntes zurück, also Glockenläuten, Dankgottesdienst, Spendensammlungen sollten stattfinden und verband das mit neuen Traditionen wie Turnübungen. So war das Fest für die Bevölkerung der verschiedenen deutschen Staaten tatsächlich anschlussfähig und wurde eine Zeit lang begangen. Mit Ausnahmen, es gab ja kein einiges Deutschland, denn Sachsen hatte die Hälfte seines Territoriums an Preußen verloren und noch nach der siegreichen Schlacht bei Leipzig lange mit Seuchen zu kämpfen. Also bei der Völkerschlacht sind mehr Leute nach der Schlacht gestorben als bei der Schlacht, weil sie einfach auf den Schlachtfeldern liegen gelassen wurden und da Krankheiten dahingesicht sind. Sachsen hatte da andere Probleme. Die Völkerschlachtsfeiern hätten dem sächsischen Landespatriotismus widersprochen, sowie Pietät und Trauer. Insgesamt urteilt Karin Hagemann aber trotzdem über Arndts Vorschläge zur Völkerschlachtsfeier, dass sich Arndt einmal mehr als geschickter Volkserzieher bewies. Dennoch, die Nationalisierung der Massen hat noch auf sich warten lassen und die Wehrpflichtigen sind trotz der massiven Propaganda in Massen desertiert. Aber Arndt und weitere Frühnationalisten haben einen propagandistischen Grundstock mit Multiplikatorenfunktion geliefert. Es kann konstatiert werden, dass im Besonderen protestantische, bildungsbürgerliche, aber auch adlige Männer sehr empfänglich waren für die nationale Idee. Die Gefühle von immer mehr Personen wurden nationalisiert über Feste, Turner, Burschenschaften, aber die meisten blieben bei ihrer an Fürst und Region gebundenen Identität als Untertanen oder weiterhin vordergründig Katholik, Protestantin oder Jude. Auch heute scheint es denjenigen, die über Arndt geschichtspolitisch diskutieren, primär um eine deutsche Identität zu gehen oder um eine regionalere Identität als Rüganerin, als Vorpommer oder auch als Pommer. Obwohl ich mich bei Lokalpatriotismus häufig frage, ob es sich einfach um einen sagbareren Nationalismus, also um etwas versteckteren Nationalismus handelt. Das kommt wahrscheinlich sehr auf die Person an, die den Lokalpatriotismus äußert. Bei den Arndt-Betrachtungen verschiebt sich der Fokus aktuell tatsächlich eher auf Regionales, auf den Heimatdichter Arndt. Was ich an der Debatte und an der Debattenkultur bedrohlich finde, ist der Schulterschluss von Konservativen und Rechtsextremen in der Causa Arndt, den ich im Allgemeinen für brandgefährlich halte. Also nicht nur Philipp Amthor wirft sich schützend vor Arndt, auch der ehemalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Cafier, der auch bundesweit ja bekannt geworden ist durch diesen Waffenkauf, kritisierte die Umbenennung als Ergebnis einer, Zitat, linksgrünen Meinungsmache.
Und vielleicht haben einige auch das Video gesehen vom Greifswalder Marktplatz 2017 nach einem gescheiterten Antrag der CDU, der auf die Beibehaltung des Namens zielte. Dort ist zu sehen, also was da passiert ist, war eine Prangerrede. Und es ist das CDU-Bürgerschaftsmitglied Axel Hochschild, der diese Prangerrede hält, die ich jetzt so nenne, weil er dort die Namen all jener Bürgerschaftsabgeordneten vorliest, die gegen den Antrag gestimmt haben, immer mit so inszenierten Pausen, die dafür da sind, dass die Umstehenden Buh rufen können. Also es transportiert eine ganz gruselige Stimmung, vor allem deswegen, also in der Kombination mit dem Wissen um sehr wahrscheinlich anwesende Nazis, liest sich das für mich eher wie eine Aufforderung. Das ist so ein bisschen eine unangenehme Debattenkultur, umahnt, auch wenn ich es grundsätzlich gut finde, dass geschichtspolitisch diskutiert wird, womit ich jetzt enden würde und mich über Fragen und Anmerkungen freue. Dankeschön. Ja, ich hole mal einen Stift raus. Es sei denn, es hat hier jemand gerade einen? Nee, ich habe. Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Felix. Danke erstmal für den Vortrag, fand ich sehr interessant. Ich hatte eine recht gute Frage zu dem, was jetzt gesagt wurde, über den CDU-Antrag. Inwiefern die CDU das denn begründet hat, also beziehungsweise uns anders formulieren, welche Argumente hat die CDU und andere bürgerlich-konservative überhaupt vorgebracht, ihn quasi weiter als Namenspatron dafür zu behalten, außer das übliche Argument Cancel Culture. Wollen wir sammeln? Wenn es was zu sammeln gibt? Okay. Ja, also das einigermaßen übliche, also Tradition, Identität, das lassen wir uns nicht wegnehmen. Und er hatte auch gute Seiten. Also es ging vor allem um die Fokussierung auf ihn als Demokraten. Also man kann Arndt auch ganz anders erzählen, als ich es heute Abend getan habe. Man muss dann halt sehr viel auslassen. Ich habe allerdings auch sehr viel ausgelassen. Ich finde aber auch die Erzählung von Arndt als Demokraten ziemlich schief, weil er Monarchist war, also zuerst schwedischer Monarchist und später preußischer Monarchist. So sehr Monarchist, dass er sogar dem König die Krone dargeboten hat vom Paulskirchenparlament aus. Genau, also ich finde auch dieses Arndt-Narrativ irgendwie schwierig. Unterm Strich bleibt dann doch das identitätsstiftende Merkmal. Man ist auf diese Arndt-Universität gegangen und warum sollte man das jetzt ändern? Und ich könnte mir auch vorstellen, auch deswegen war, nehme ich an, die Linkspartei in Greifswald so zurückhaltend in den Gegenargumenten, weil Arndt ohne Vorwissen einfach nur als Landessohn eine gewisse Beliebtheit in der Region genießt. Und das ist natürlich auch ein Wahlvolk, was man da bespielen kann mit seiner geschichtspolitischen Diskussion. Da stürzen sich dann natürlich viele drauf. Ja. Gerne. Ich habe noch nicht viel aus der DDR gelesen an Arndt-Rezeptionen, aber vor allem bei einem Herbert Skorla, der vielleicht auch interessant ist, weil der in ziemlich vielen Bücherregalen steht, immer noch. Der hat den Antisemitismus komplett rausgelassen, was bei ihm besonders spannend ist, weil er schon, er war schon nationalsozialistisch engagiert. Das heißt, er hätte vor 45 wahrscheinlich eine andere Arndt-Geschichte geschrieben, hat er aber nicht, muss man dazu sagen. Genau, und der hat, aber das wurde im Westen auch gemacht in den 60ern, quasi so eine nette Arndt-Biografie geschrieben. Mit Fokus auf seinen Antifeudalismus, seine Unerschrockenheit, dass er verfolgt wurde, genau. Max, erstmal danke für den angenehmen
sozusagen Zugang zum Thema. Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage. Der Arbeitsfetisch, das fand ich ganz interessant, ich musste intuitiv an Weber denken, nur die protestantische Arbeitsethik. Mhm. Und die Frage wäre, ich hatte im Rahmen der Tagung der IA letztes Jahr einen Vortrag über Mimikry bei Fichte gehört. Und das hat mich jetzt sofort daran erinnert, weil sie herausgestellt haben, inwieweit eine Religion gleichzeitig Teil dann, der Jude in Anführungsstrichen, Teil ist, aber auch nicht ist, der Bettler und gleichzeitig der Racher, also inwieweit da Fichte und Arm noch stärker zusammenzudenken sind, oder inwieweit da die Beeinflussung vielleicht auch in dem Punkt ist. Das sind zwei sehr gute Fragen, die mir sehr schwer fallen zu beantworten. Also bei Arbeitsfetisch würde ich halt gern selbst mehr zu herausfinden. Ich hatte fast gehofft, dass sich jemand in Anmerkungen oder so bemüßigt, da quasi eine Genese des Arbeitsfetisch, also wie er hier dargestellt ist. Also warum muss Arbeit so sein? Warum denkt er Arbeit so? Das fand ich ganz abgefahren, weil es auch so bekannt ist, aber ich weiß nicht woher. Also er wird wahrscheinlich Vorgänger im 18. Jahrhundert haben, er wird wahrscheinlich sogar Vorgänger früher haben, hat der Vorgänger bei Luther, könnte ich mir vorstellen, wenn du Weber nennst, ich weiß es aber nicht. Ja, und Fichte, das war der Vortrag vom Kollegen Stefan Fennmann, den habe ich auch gehört und ich habe auch meine Staatsexamensarbeit über Fichte geschrieben, unter anderem. Genau, insofern finde ich sowieso, dass die beiden extrem gut zusammenpassen. Aber ich habe noch nicht viel gefunden, wo die sich biografisch überhaupt gekreuzt haben. Ob die sich in ihren Literaturen aufeinander bezogen haben, auch nicht. Also sie werden halt von Leuten wie Saul Ascher auf jeden Fall in einen Topf geworfen und man kann die ganz gut zusammen denken, nur dass Fichte ja tatsächlich ein Kopf, also ein Philosoph ist, er tritt ja erst ab dem frühen 19. Jahrhundert so richtig politisch auf, schreibt ja seine idealistischen Werke davor, die Wissenschaftslehre und so, also es ist ja ein ganz anderes Werk als Arndt und anders zu betrachten. Aber so von der Denke, was die Reinhaltung des deutschen Volkes angeht, was die den Mythos, dass das deutsche Volk und die deutsche Sprache eine Geschichte der besonderen Reinhaltung im Gegensatz zu anderen Völkern hinter sich haben, teilen die auf jeden Fall. Ich weiß aber leider nicht, ob die es mal zusammengeteilt haben beim Austausch. Ja, tut mir leid, dass ich die Frage sehr unbefriedigend beantwortet habe. Ich habe zwei Fragen. Auch erstmal vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Gerne. Zum einen würde mich interessieren, du hast auch von Emotionalisierungsstrategien gesprochen und dann wird viel Text produziert und man kann ja so ein bisschen verkürzt sagen, er hat ja popkulturell gewirkt mit den Mitteln seiner Zeit. Mhm. Inwiefern da bekannt ist, inwieweit eine explizite Bezugnahme rechter Akteure, Akteurinnen genau darauf das gibt heute, die genau das sehen und sagen, ja, da war der gute Mann schon seiner Zeit voraus oder da docken wir an. Und ein bisschen daran gekoppelt, würde mich interessieren, auch inwieweit du gewisse Traditionslinien siehst, so Verknüpfung Nationalismus und Antisemitismus. Das hört sich auch ganz schwer nach diesem Wahrnehmungsmus an, beziehungsweise auch so als einem kulturellen Code an. Vor allem auch so diese Renationalisierung ab Beginn der 90er und was wir gerade erleben. Ob du sowas aussiehst, also einmal eine explizite Bezugnahme von Akteuren auf Art, aber dann auch so dieses Zusammengehen Nationalismus, Antisemitismus. Genau, also es gibt Bezugnahmen auf Arndt seitens rechter Akteure und Akteurinnen, vor allem regional bezogen. Also in Greifswald gibt es das natürlich. Ich glaube, jede StudentInnenverbindung
Hat dort irgendwie eine Bezugnahme auf Arndt auf ihren Homepages. Die muss nicht sonderlich politisch sein, die kann auch einfach nur sein, was hatte ich neulich nachgelesen, ich habe vergessen, Aurora, glaube ich, eine Studentinnenverbindung in Greifswald, hatte ich nachgelesen, hält sich da politisch komplett zurück und schreibt einfach, einige sehen Arndt so, andere sehen ihn so, wir schreiben weiter von Ernst-Moritz-Arndt-Universität, aber das passt auch, glaube ich, zur Geschlechtsinszenierung von Studentinnenverbindungen als unpolitisch. Seitens der Burschenschaften auf jeden Fall. Bezugnahmen sonst halt eher in konkreten Fällen, wenn es darum ging, den Erhalt des Namens zu verteidigen. Aber ich glaube, deine Frage zielte auch so ein bisschen in die Richtung, ob es Bezugnahmen zur Methode von Arndt gibt. Und das ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Es wäre aber ziemlich interessant. Brauche es aber vielleicht gar nicht explizit, weil er implizit ein ganz guter Vorläufer ist, gängiger popkultureller Verbreitungsmethoden mit den Mitteln seiner Zeit. Genau. Ja, und explizite Traditionslinien zur Verknüpfung von Antisemitismus und Nationalismus gibt es natürlich nur in der sehr extremen Rechten. Das heißt, nicht sonderlich öffentlich. Ich bin da aber auch nicht in aktuellen Schriften irgendwie drin, dass ich darüber aussagekräftige Sachen sagen könnte. Ich hatte jetzt kürzlich aber nochmal gelesen, dass selbst in der Bürgerinitiative Arndt bleibt, die sich ja eher als Bund inszeniert, obwohl sie es nicht ist, meinem Urteil aus der Ferne nach. Also die haben halt auch antisemitische Aussagen in ihren Kommentaren und so bei Facebook nicht wegmoderiert und auch nicht gelöscht und auch nicht darauf reagiert, sondern es sogar verteidigt an einer Stelle. Genau, also da gibt es natürlich immer noch Verknüpfungen, die aber schwieriger öffentlich gerade zu präsentieren sind, außer in einigen Kreisen. Ansonsten halt eher verdeckt, wie sich Antisemitismus halt gehört, eher versteckt. Ja. Frage. Eine Frage aus dem Chat. Welchen Einfluss hat die Motive der schwarzen Romantik auf Arndts Darstellung des Jüdischen und des Phantasma der Nation bzw. des Germanentums? Das habe ich, ich nehme an, wegen der FFP2-Maske nicht so gut verstanden. Welchen Einfluss hat die Motive der schwarzen Romantik auf Arndts Darstellung des Jüdischen und des Phantasma der Nation bzw. des Germanentums? Die schwarze Romantik ist mir überhaupt nicht bekannt. Leider. Aber vielleicht kann ja die Fragestellerin oder der Fragesteller nochmal explizit machen, was er sie damit meint. Vielleicht kann ich dann antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass damit so die Motive des Unheimlichen und des gemeint sind, also das Gotische und das, die Lust am Schauern, die ja der Mann gegen immanent ist. Also ja, ich finde Arndts Hass und Ekel vor, oder den, der invozieren möchte, vor Juden, Jüdinnen, hat auf jeden Fall auch was Lustvolles, was ja auch eine immanente Komponente im Ekel ist, zumindest. Und ich nehme auch an, in der Ablehnungsform des Hasses. Insofern passt das vielleicht ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob er sich darauf explizit bezieht und wie sich da Motive wiederfinden. Aber wäre spannend. Also, er redet ständig über Männlichkeit, aber er muss es überhaupt nicht so kennzeichnen. Aber seine Gedichte vor allem sind voll damit. Es ist
vor allem eine Aufforderung, sei Mann, sei tapfer, sei, also er legt schon ein ziemlich krasses Geschlechterkorsett an, ich glaube am deutlichsten vor allem in seiner Unterscheidung, die er macht zwischen Männern und Frauen, ist es bei dem, solange der Mann nicht Waffen trägt und das Weib sich nicht fleißig am Herde regt, so kann es auf die Dauer nicht richtig stehen und Haus und Reich muss zugrunde gehen. Da ist ja beides sehr schön drin, aber genau über Frauen redet er nicht viel. Besonders spannend finde ich diese Leerstelle, die ja, deswegen habe ich auch meine Doktorarbeit im Arbeitstitel irgendwas mit Männerfantasien genannt, nicht irgendwas mit Männerfantasien, aber genau, ich habe das Wort da drin in Bezug auf Teveleit, nicht nur, weil Leggevi und Kaltscheuer mal so einen Auftrag gestellt haben, man müsste mal eine Männerfantasie über Arndt schreiben, das fand ich dann spannend und dachte, ach, mache ich das doch mal. Aber so psychoanalytisch bin ich jetzt auch nicht geschult. Aber was ich beim Lesen seiner Autobiografie ganz spannend fand, war, dass er über alle Männer in seinem Umfeld auf dem Dorf sehr viele Worte verliert, sehr viele Beschreibungen verliert. Man kennt ihre Namen, man weiß, was sie machen. Wer sehr namenlos bleibt, sind zum Beispiel seine erste Frau. Ich glaube, über die schreibt er nur, dann habe ich geheiratet, sie gebar mir ein Kind, einen Sohn und verstarb im Kindbett. Also das ist so quasi die ganze Information, die man über seine erste Frau erfährt. Also sowohl in seinen nachträglichen Selbstdarstellungen wird so ein bisschen deutlich, welchen Platz in seinem Weltbild Frauen einnehmen, als halt auch vor allem in den Gedichten, es ist allgegenwärtig, also die ganze Zeit Geschlecht, so allgegenwärtig, dass man gar nicht explizit darüber reden braucht, weil es einem, ja gut, ich verhaspel mich gerade, genau, und Männlichkeit und Antisemitismus, was das miteinander zu tun hat bei Arndt? Also auch wenn zum Beispiel Jüdinnen und Juden als unmännlich darstellen. Also auf jeden Fall nicht in dem, was wir heute gemeinsam gelesen haben. Also ist mir gerade zumindest ad hoc nicht bekannt, aber wäre auch spannend. Würde passen. Aber ich weiß es nicht. Ja, die alte Frage. Ich würde sagen, eher dem Antisemitismus. Also ich tue mich immer noch schwer damit, weil halt, wie wir ja gelesen haben, diese Parts da drin sind, die auf jeden Fall nicht rassenantisemitisch sind. Also wo er quasi eine Einladung zur Taufe ausspricht. Aber antisemitisch heißt ja auch nicht gleich antisemitisch wie die Nationalsozialisten. Und seine Judenbilder sind derart modern, wie ich finde, dass da wenig Antijudaismus, also Antijudaismus ist ja ganz viel einfach aufgehoben im Antisemitismus, insofern bleibt es natürlich da übrig, aber es ist bereits transformiert. Und den Christusmördervorwurf kenne ich überhaupt nicht von Arndt, was ich auch spannend finde, weil er ja doch, also das Protestantsein ist ein wichtiger Teil von ihm und seiner Identität, soweit ich weiß. Gibt es weitere Fragen? Ich bin schon aus dem Publikum. Ja, dann wünsche ich mich schon mal für den Vortrag bereiten. Gerne. Und wünsche einen schönen Abend für alle. Dankeschön.